Otto von Bismarck sagt, dass das später in pogode Freundschaft der Hand aus viel Fans im Leben, aus sehr ohne Chance in dem ganzen Leben. Otto von Bismarck sagt, dass es nicht das Wichtigste, dass alle Menschen sagen, wow, das ist aber fein, was du da ist im Leben. Sondern wichtiger noch ist, dass du einen pogode Freund hast. Das gibt Menschen, die haben viel Fans im Leben. Viel, was in den sozialen Medien nur fallen, was nicht was schlechtes ist. Aber eins verliert du dabei ein paar gute Freundschaften der Hand. Menschen, die dir helfen, dass das Leben leichter sein kann und die am guten Weg helfen. Einige Menschen haben schlechte Kontakte, einige haben gute Kontakte. Und von der Außenwelt ist das so leicht, bloß eine digitale Welt zu bleiben, ein Netzwerk von Medien zu bleiben, Facebook, Instagram und WhatsApp zu bleiben und nicht mehr Zeit zu nehmen, wirklich Kontakte mit anderen Menschen persönlich zu machen. Der persönliche Kontakt ist etwas, was langsam ausgestorben wird. Und diese Kontakte und Facebook und so weiter haben erst nicht was schlechtes. Aber immer war das Zeit zu nehmen von dir, wo ich ganz bewusst einen Kontakt sehe, Menschen, die mit mir eine Freundschaft sind. Einzige Hand hat Schatz geliebt, wenn im Kranus sind, dort eins, wenn im Besitzer kommt. Aber das gibt Menschen, die sind so allein im Leben, dort können nicht den Besitzer kommen, wenn sie Freundschaft nicht wichtig war im Leben. Ja, das sind eins, wo eine Öffentlichkeit und alle Menschen es begeistert von denen, aber keiner kommt dich bei, wie der erhört. Das gibt Menschen sogar eine Familie. Die ganze Familie ist begeistert, dass dem gibt, aber keiner kommt dich bei, wie im Hort. Bloß immer überreden, was wird Mario sein, wann er abstunde, wann er schlupfe gehen. Und all diese Sachen, aber eins waren, was feilst du? Wie hat denn die Linie gefeilt? Was hast du gestern, als du so frustriert wirst? Oder wenn du Träume hast, was sind die Linie Feile? Es gibt wenig Menschen, die bereit sind, deutlich über die Feile zu reden. Bitte nicht heilen, lache ja, dann frage ich mich nicht. Wenn wir heilen, sie bloß schön still, beruhige dich. Aber ein guter Freund kann auch sagen, komm her, heil einfach. Das Vergewicht ja aus das Ego bloß zu heben, dadurch, dass ich viele Menschen an mir habe. Die Bibel sagt uns in Sprüchen Kapitel 17, Vers 17 folgendes, ein wirklicher Freund ist immer da, in einer Zeit von Not ist er so aus ein Bruder. Ein wirklicher Freund ist so aus ein Bruder. Einzige Menschen mussten antreten in die Arbeitshalle, die sind in einer anderen Stadt, in einem anderen Land getroffen. Und dadurch haben sie nicht mehr bei meinem Paar, bei den Geschwistern, bei den Brüdern, bei den Schwestern sein. Und haben gute Freunde gefunden. Ein Freund ist nicht bloß dann wichtig, wenn man dich bei den Geschwistern sein. Einzige haben gute Freundschaft auch mit den Geschwistern, mit den Eltern. Aber gute Freundschaften im Leben ist dadurch wichtig, wenn sie waren wie Vertale, ob Vertale können, über unsere Gefühle, aus Positive oder Negative, fangen wir uns denken zu organisieren und das hilft uns und das hilft andere Menschen. Wenn ich da höre, kann was andere sagen, und wenn ich über die Gefühle reden kann, und wenn ich über die Gefühle reden kann, ist eine Sache, dass man viele Sachen mitteilen kann. Das hilft Menschen, die Vertale über alles von der Wirtschaft, was sehr gilt, ist, aber niemals über ihre Situation, was der Deutsche Berne ist. Der hat nicht diese deutsche Freundschaft, wo ich wo von dir über meine Fehler reden kann. Sieg Freund aus, wo du über alles reden kannst. Und wenn du das nicht hast, dann sehe ich und bete Gott, und dass er kann sein Freund sein und dass er dir seine Freund geben kann. Gott hat diese Liebe, dass er die Menschen um dich gibt, die einfach dort sein, wo du für den kannst du sein und ich kann für dich du sein, dass du eine gute Freundschaft kannst haben, in der ich eine faire Weise komme und du abgebildet wirst und andere Menschen abgebildet worden, die ich dir.